So. Und jetzt springen wir über den Fluss, was leider nicht geht. Schade, hier ist eine unsichtbare Wand. Ah, es ist schon hübsch. Es ist schon hübsch. Eine sehr hübsche Insel. So, die jetzt aber gleich von uns verpestet wird. Okay, Leute, das haben wir. Wir lassen mal eben gucken, ob wir schon einen Öltanker bauen können. Das würde mich mal eben interessieren. So, lass mal gucken, ob das angelaufen ist. Wir haben... Jo, wir haben wieder genug Dampfmaschinen. Wir brauchen nur wieder mehr Einfluss. Okay, alles klar. Haben wir noch einen Öltanker rumstehen, zufällig? Öltanker. 130 Tonnen hat der. Der kann aber 400 Tonnen machen. Ich überlege gerade, ob es nicht sogar Sinn machen würde, einen von diesen Öltankern von der Handelsroute wegzunehmen. Kommt es nämlich so vor, als produzieren wir eh nicht genug. Hier sind 540 gelagert. Dann sollten wir das unterlassen. Okay, der hat 400 Tonnen gelagert und trotzdem haben wir 540 Tonnen auf der Insel noch rumliegen. Alles klar, das heißt, wir müssen an Einfluss gewinnen. Ich glaube, wir brauchen für den Öltanker gar nicht so viel. Ich gucke nochmal ganz kurz eben, das würde mich eben interessieren. Erstmal muss ich auf meine Insel kommen. Öltanker, wir brauchen 5 Einfluss. Okay, das ist kein Problem. Das ist kein Problem, Leute. So. Okay, die haben wir jetzt sogar schon. Ich würde aber gleich mal 2 Öltanker bauen. Ich denke, das ist sinnvoll. Die Häuser noch, die hier genauso. Die können wir auch mal nach oben bringen. So, hier ist, glaube ich, einfach kein Strom drauf, so wie ich das sehe. Da müssen wir auch mal die ganzen Bauernhäuser hier... Also am Ende will ich hier eigentlich keine Bauernhäuser mehr haben. Würde ja auch Sinn machen, weil wir dann früher oder später ja auch keine Felder mehr haben werden, denke ich zumindest. So, dann mache ich aus euch jetzt auch noch Ingenieure eben. Hier geht leider nicht. Da müssen wir dann, das kriegt man dann aber später noch hin. Ah, es geht doch gerade. Das kriegt man aber später noch hin. Da werde ich dann noch auf jeden Fall umbauen. So, und dann würde ich jetzt gerne die Häuser hier upgraden. Geht nicht, weil kein Strom da. Scheiße. Hier können wir aber upgraden. So, 14 Einfluss. Okay, cool. Dann können wir jetzt erstmal 2 Öltanker bauen. Öltanker. Dann. So, hätten wir. Alles klar. Wie sieht es aus mit der Weltausstellung? Wir gucken mal. Ja, wird nicht ganz hinhauen. Das nächste Mal aber hätten wir genug. Definitiv. Bin ich mir ziemlich sicher. Also, was jetzt Sekt angeht. So, gut, Leute. Okay, jetzt müssen wir hier ein Kraftwerk hinsetzen. Ich glaube, das ist der nächste Schritt. Wie können wir denn jetzt hier lagern? 900 können wir jetzt hier lagern. Okay, ich würde den Hafen noch einmal upgraden. Was bringt das eigentlich? Das bringt gar nicht so viel. 1150 können wir jetzt lagern. Das war ganz schön teuer gewesen. Okay, alles klar. So, gut. Dann müssen wir jetzt möglichst zentral ein Kraftwerk bauen. Am besten, ich mache hier schon mal eben richtige Straßen draus, dass wir dann auch sehen, wie hoch die Reichweite ist. Wobei es mir besser gefallen würde, hier das Kraftwerk hinzusetzen, weil hier hätten wir rundum deutlich mehr Platz. Das bedeutet wiederum, dass wir die Zuggleise etwas länger machen müssen. Das ist aber in Ordnung, denke ich. Okay, dann mache ich hier mal überall Straße draus. Hier genauso. So, ich glaube, optimal wäre, das Kraftwerk hier irgendwie zu haben, oder? Wenn ich so drüber nachdenke. Hier vielleicht. So. Mach mal hier hin. Jetzt gucken wir mal, wie weit das hier runter geht. Das wäre noch interessant. Joa. Ich glaube aber, das ist relativ cap, oder? Nee, das geht sogar noch deutlich weiter. Krass, ey. Noch weiter. Bis hierhin würde es gehen. Das heißt, wir könnten es sogar ein bisschen weiter hoch machen. Wir gucken mal hier, wie es hier aussieht. Geht das auch komplett durch. Hier geht's bis hier hin. Okay, alles klar, dann machen wir das mal hier hin. Das Kraftwerk. Jetzt nach links geht's bis hierher. Das heißt, wir können so ein kleines Stück rüberschieben. Ich würde sagen, so ungefähr sieht gut aus, ne? Weil hier können wir auch noch ein Gebäude dann hinsetzen. Ich glaube, das ist ziemlich gut, die Stelle jetzt. So, gut, Leute. Hier habe ich jetzt nochmal Stahlträger drin komplett. Hier Bretter und hier Ziegelsteine. Das heißt, die 3 Schiffe machen wir jetzt später nochmal rüber zu unserer neuen Industrieinsel. Ich bin gespannt, ob das alles sonst ordentlich funktioniert und ob wir die Zufriedenheit... Also theoretisch müsste das ja 7 bis 8 mehr Zufriedenheit bringen und vor allem mehr Bauplatz und eine sehr viel schönere Insel dann am Ende. Hoffe ich zumindest, dass das so ist. So, gut. Jetzt müssen wir das Kraftwerk mit Gleisen verbinden.
Okay, die würde ich einfach so gerade hier durchziehen. Die dürfen halt am Ende so wenig nerven wie möglich. Also eigentlich würde es derbe Sinn machen, die Straße jetzt dann lieber so hier zu bauen, wenn ich so drüber nachdenke. Also Moment, das hier machen wir so. Moment, das hier einfach so lang ziehen, dass es so parallel lang geht. Schade, dass ich hier keine Brücke lang bekomme. Machen wir bis hier hin. Und hier würde ich jetzt einfach eine normale Brücke drüber machen. So, so. So, und rein theoretisch würde es Sinn machen, das genau hier auch so zu machen. So. So. Okay, das ist mal, glaube ich, mal ein bisschen mit Planung. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Dann machen wir das hier weg. Genauso hier, die Straße macht eigentlich auch keinen Sinn, wenn ich so drüber nachdenke. So. So. Das ist hiermit verbunden. Okay, alles klar. Dann machen wir jetzt hier einfach erstmal die Straße hier so lang. Okay. Das ist eine ganz schöne Ziegelsteinverschwendung, die ich hier gerade mache. Rein theoretisch können wir jetzt auch mal die Zinkmine starten. Jetzt haben wir hier eigentlich noch Zement vorkommen. Okay, alles klar. Und genauso Kupfer. Jetzt könnte man natürlich noch sagen, Beam, warum hast du denn nicht gleich die Minen noch mit angeschlossen mit dem Strom? Ja, warum habe ich das nicht gemacht? Theoretisch könnte man hier ein Kraftwerk noch hinsetzen. Würde eh Sinn machen. Dann für später. So, dann machen wir die Gleise mal jetzt hier weiter. Wir müssen die ja eigentlich nur jetzt geschickt hiermit verbinden. Hm, wenn ich so drüber nachdenke, reicht das ja absolut aus. Okay, alles klar. Machen wir mal bis hierhin. Und das jetzt hier so rüber. Okay, jetzt für den Stahlträger. Ist aber kein Problem. Das habe ich ja extra rübergebracht. Jetzt alles nochmal. So. Hm, du bist weit weg. So. Schnimm, 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 schnimm. So gut. Und die Ziegelsteine bitte auch noch rüber. Ah Mann, das ist voll das Mammutprojekt. Aber mir macht das Spaß, weil du musst halt hier echt dann nochmal deutlich mehr knobeln. Ja. Ansonsten wird das hier nämlich nichts. So gut, und jetzt können wir die Gleise hier langziehen. Okay, das hätten wir erstmal. Hierum werde ich mich dann später kümmern, wenn wir hier irgendwie den Platz brauchen sollten. Aber ich denke, hiermit können wir jetzt erstmal super gut arbeiten. Bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich. So gut, dann lass mal eine Ölroute starten. Ich hoffe, dass schon ein Schiff fertig ist. Das wäre sehr, sehr gut. Schauen wir eben. Jo, alles klar. Okay, cool. So, Handelsroute öffnen. Und du machst wie die von da nach da. Und lädst hier Öl ein. So, nimmst du mal das Maximum mit. So, okay, alles klar. Muss mal gucken, inwieweit das dann immer ausreicht und so, ne? Beziehungsweise hoffe ich mal, dass jetzt hier die Ölversorgung nicht zusammenbricht, deswegen. Das werden wir merken. Ansonsten müssen wir das dann einfach ein bisschen reduzieren und nachjustieren und so weiter und so weiter, ne? Das muss man dann halt machen. Da kommen wir nicht drum herum. So, Leute. Wie viel haben wir denn aktuell hier gelagert? Das wäre eigentlich nicht uninteressant. Vielleicht sollten wir den Ölhafen auch mal größer machen. Also, dass wir da mehr lagern können. Mal gucken, wie viel drin ist. 780 Tonnen. So, hier können wir auch noch eins ranbauen. Hier genauso. Krass, Mann, wie der Hafen sich jetzt hier entwickelt, ey. Das ist ja schon alles zugebaut. Das ist total übel. 2600 Tonnen Öl können wir jetzt hier erstmal lagern. Das ist, glaube ich, gut. Ah, da müssen wir jetzt weit noch nachziehen. Also ich glaube, wir müssen vor allem die Ölquellen, die wir hier noch haben, die müssen wir auch noch anschließen. Juhu, da kommt die erste Fuhre. Oh nein, wieso hast du nur 50 Tonnen gelagert, meine Fresse? Moment. Ah, das habe ich falsch eingestellt. Aber ich hatte das hier auf 400, glaube ich sogar. Das ist irgendwie manchmal ein bisschen komisch. Jetzt haut's aber hin. Okay, das nächste Mal ist es dann in Ordnung. Die nächste Lieferung sollte ordentlich sein. Gut, dann warte ich, bis es nochmal rübergefahren ist. Währenddessen würde ich mich mal kurz hier um die Zufriedenheit kümmern. Die sieht nämlich überhaupt nicht gut aus gerade. Okay, Taschenuhren aktivieren. Wir müssen gleich mal gucken wegen der Rumproduktion. Hochräder ist auch noch nicht zufriedenstellend. Ich werde mal noch eine Hochräderfabrik bauen. Bauen wir das mal hier rein. Wie gesagt, das werden wir dann gleich alles ummodeln, sobald das drüben läuft auf der Insel. So Leute, ich habe jetzt noch mal kurz überlegt, wie wir das jetzt anstellen wollen. Also ich würde jetzt wahrscheinlich so machen, dass wir auf dieser Insel vor allem Stahl produzieren und Messing. Das sind auch die Sachen, die minus Attraktivität machen. Guck mal. Motorenfabrik machen wir dann auch gleich hier, das ist okay. Hochräder hingegen können wir auf unserer Hauptinsel herstellen. Das hat keine Minusattraktivität. Das ist auch ganz gut, weil Kautschuk bringen wir immer schon hier rüber. Das wird sonst alles viel zu kompliziert, wenn ich jetzt alles hier rüber verlagere. Ich will hier nur alles haben, was irgendwie Umweltverschmutzung macht oder so.
Okay, das wird jetzt sehr, sehr, sehr interessant. Wie sieht's hier aus? Nähmaschinenfabrik können wir auch auf unserer Hauptinsel lassen. Okay, weil so ein paar Fabriken hätte ich schon gerne. Also so Endfabriken hätte ich gerne auf der Hauptinsel. So, erster Schritt ist, wir müssen jetzt sämtliche Eisenhandelsrouten, also die irgendwie Eisen, auf diese Insel bringen. Werde ich jetzt auf diese Insel bringen. Ja, das ist jetzt der erste Schritt. Alles klar, Leute, jetzt sollte alles eingestellt sein. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht eingestellt habe, ist, dass Eisen von der Haupt-, also von hier rüber geht. Ich bin mir gerade unsicher, ob wir Eisen noch für irgendwas anderes brauchen. Als Rohmaterial sozusagen, ohne dass das zu Stahl verarbeitet wird. Wisst ihr, was ich meine? So, dann legen wir mal los, Leute. Messinghütten haben wir hier 5 Stück. Gut, dann reißen wir hier 5 Stück ab. Bäm. Bäm. Boah, das wird jetzt bestimmt alles außer Kontrolle geraten jetzt hier. Na, ich bin gespannt. Na, lass nochmal schnell gucken. Zufriedenheit. Plus 15. Umweltverschmutzung ist irgendwas minus 270 davor gewesen oder so. Jetzt ist es 250. Ich habe ja schon ein bisschen was weggerissen. Okay, 2 Stück noch. 2 Stück noch. Hier ist noch eine. Da ist noch eine. Okay, so. Wir machen das jetzt alles Step by Step, ne, damit ich nicht durcheinander komme. 5 Stück brauchen wir. So, das hätten wir. Die fangen sogar schon an zu arbeiten. Das ist erstmal wunderbar. Dann lasst mal die erste Route machen, dass wir jetzt das Messing hier runterbringen. Bei Brillen und so würde ich immer noch hier herstellen. Wie gesagt, die Brillenfabrik macht keine Umweltverschmutzung. So, von da nach da. Wieso kann ich denn die Frachtschiffe dafür nicht auswählen? Weil die krank sind? Nimm erstmal einen Schlachtkreuzer dafür, solange, damit wenigstens ein bisschen was rübergeht. Muss man dann austauschen. Ich hoffe, es liegt daran, dass die infiziert sind. So, gut. Messing hätten wir jetzt erstmal. So, als nächstes müssen wir uns um die Hochöfen kümmern. Davon haben wir 11 Stück. Okay, dann reißen wir mal alle weg. So. Da irgendwo, hier ist noch eins. Und hier sind noch 2. So gut, 11 Stück müssen wir jetzt bauen. Ich hoffe, die Ressourcen reichen aus. Kann sein, dass wir da gleich noch ein bisschen nachliefern müssen. Das mache ich gleich mal, wenn ich jetzt hier die Gebäude gebaut habe. So, ja, wir bräuchten aber irgendwo noch Warenhäuser. Aber ich denke, wir können hier einfach welche hinmachen. Ich denke, das ist okay. So, und dann müssen wir die auch gleich noch upgraden. Aber bisher sieht es noch gut aus von Ressourcen. So viel hat das jetzt gar nicht gekostet, wie ich dachte. Krass. So. Okay, das hätten wir auch. Hier würde ich tatsächlich dann noch freilassen. Also das Coole ist ja jetzt, wenn wir jetzt irgendwas haben, was die Produktion erhöht von den Gebäuden, von den Hochofen, dann bauen wir hier einfach noch eine Handelskammer dann rein. Deswegen brauche ich das jetzt alles schon so ein bisschen alles beisammen. Wisst ihr? So, als nächstes brauchen wir Stahlträger, beziehungsweise Stahlwerk. Davon haben wir hier 3 Stück. Okay, die Frage ist nur wo. Stahlträger, Stahlträger, Stahlträger. Hier haben wir 2. Hier haben wir auch noch 1. Nein, das war das falsche Gebäude. Und ich habe keine Ahnung, was für ein Gebäude das war. Ah, ich kotze. Ah, fuck, ich weiß es nicht. Muss ich nur fast dann in der Aufnahme gucken. Ich baue erstmal eine Glühbirnenfabrik hin. Ich bin mir da gerade super unsicher, was das angeht. Ich glaube, das sah so aus, das Gebäude. Ich weiß es nicht. Oh nein! Ja, wir fangen die einfach ab. Das kriegen wir schon irgendwie hin. So, okay. Bam. Bam. Machen wir es mal so hier. So, hier lassen wir noch mal ein bisschen. Okay. Alles klar, das hätten wir auch. Du hast hier keinen Strom? Doch, du müsstest ja Strom haben. Aber wir brauchen mehr Ingenieursarbeitskraft. Okay, alles klar. So Leute, ich baue hier mal noch ein paar Anlegestellen hin. Das ist super wichtig.
Machen wir hier eine hin. Dann würde ich hier gerne noch welche hinsetzen. Weil ich denke, 3 Stück reichen vielleicht sogar. Lassen wir erstmal so. Moment. So hätten wir. Machen wir so hier. Dürfen wir noch nicht vergessen, das wieder zu reparieren gleich. Da müssen wir eh mal drüber gucken. So, gut Leute. Das erinnert mich aber daran, dass wir hier ganz dringend ganz viele Feuerwehren bauen müssen. Also richtig viele. Machen wir es mal hier. 3 Stück oder so. Dann werde ich hier auch noch welche hinsetzen. Die werde ich später dann nochmal umverschieben, wenn ich weiß, wie es aussehen muss am Ende. So, gut, dann würde ich die Herkules jetzt hier mal rausnehmen und bitte jetzt ein Frachtschiff um Messing kümmern, annehmen. Jo, gut, das hätten wir erstmal. Jo, ah, die Feuerwehr kümmert sich drum. Das Gebäude müssen wir wieder reparieren. So, ich werde auch nochmal ein bisschen Fenster herbringen. Und wir müssen uns auch kümmern natürlich, dass wir dann hier Stallträger rüberliefern. Ne? Das darf man nicht vergessen, aber das mache ich dann gleich. Ich will jetzt erstmal noch sämtliche Gebäude, die irgendwie noch Umweltverschmutzung verursachen. Guck mal, wir sind schon bei minus 145. Will ich noch rüberbringen. Außer die 2 hier. So, Motorenfabrik, Geschützfabrik, Dampfwagenfabrik und Kanonengießerei. Okay, alles klar. Machen wir erstmal Kanonengießerei. Davon haben wir hier eine. Da ist sie. Okay. So. Okay, und dafür bauen wir jetzt hier einfach eine hin. Machen wir hier hin. So, das hätten wir auch. Als nächstes schwere Geschütze. So, Salpeter bringen wir schon rüber zu der neuen Insel. Das heißt, wir brauchen an sich noch eine Dynamitfabrik. Davon haben wir hier eine und die Geschützfabrik. Okay, dann reißen wir erstmal beides ab. So. So, und das ist die Dynamitfabrik, alles klar. Bam. Die kann ich mir nicht leisten, da brauchen wir mehr Bretter. Ah, alles klar, okay. Wie sieht es eigentlich mit der Weltausstellung aus? Das habe ich jetzt gar nicht beobachtet, Sekunde. Da vorne ist er. Irgendwie sieht alles schon ein bisschen sauberer aus, oder? Ist viel weniger Smog, habe ich so das Gefühl. Ist cool. Gefällt mir. Ah, leider nicht. Das nächste Mal wird man es aber hinkriegen. 788 hatten wir nur. Tierhöfe plus 70% Produktivität, Alter. Richtig, nice. Und nochmal plus 40%. Ah, wir können dann so optimieren. Ich freue mich schon drauf. Das machen wir dann, das machen wir dann, das machen wir dann. Und wir können ja auch schon mal gucken, wie es aussieht mit Zufriedenheit. Minus 5 nur noch. Okay. Ich glaube, davor war es minus 9 oder minus 10 gewesen. Das heißt, wir haben schon mal insgesamt den Durchschnitt um 5 erhöht ungefähr, was sehr, sehr nice ist. Da kriegen wir bestimmt noch 1-2 Punkte hin. Ich hatte ja so geschätzt, minus 3 ungefähr. Könnte man vielleicht erreichen. Hm? So gut, Leute. Wir sind natürlich noch lange nicht fertig mit diesem Unterfangen. Aber wir haben da schon mal gut was hinbekommen. Mir tut es jetzt zwar ein bisschen leid um die kleinen Tierchen, die hier gelebt haben. Beziehungsweise die hier immer noch leben. Oh. Das ist wirklich super traurig. Aber so ist das jetzt erstmal. Nächste Folge werden wir daran auf jeden Fall weiterarbeiten. Und ich werde mich da mal kümmern, dass wir Tierhöfe und die ganzen Farmen und so, dass wir die auch auf eine andere Insel machen. Ne? Damit wir das schön alles konzentriert haben, dass es effektiver ist. Und dass wir diese Insel hier noch weiter dann ausbauen können. So, dann haben wir dann ja auch ordentlich Platz und können hier um den Zoo das ja auch richtig schön machen und den Zoo auch mal schön machen und den Eingang richtig rum machen vor allem auch mal. Jo, Leute, ich weiß, ich habe das sehr, sehr häufig gelesen. Der Zoo-Eingang ist falsch rum. Ich überlege nur, ob ich es vielleicht trotzdem lasse, weil mittlerweile, weil es witzig ist. Mal gucken. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzugucken. Und ich hoffe auch, dass euch meine Idee gefällt, beziehungsweise der Plan, wie ich das jetzt hier umsetze. So mit dem, das Umsiedeln und so weiter. Mal gucken. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, ne? Tschüssi.